Hütchenspieler vom Balkan. Ungestört gehen sie ihren Geschäften nach. Zumindest solange keine Kamera auftaucht. Und auch besonders redselig ist der Zocker nicht. Wir laufen ja die Geschäfte. Wir machen die so am Tag damit. Verständlich. Das ist ja hochgradig illegal, was Sie da machen. Gewinnt denn auch mal jemand bei Ihnen? Spiegel TV. Mit versteckter Kamera beobachten wir einen anderen Hütchenspieler. Scheinbar zufällig schlendert im Hintergrund ein Pärchen heran. Beim Hütchenspieler selbst steht schon ein Mann, der fleißig Geld setzt. Auch der Anzugträger bietet sofort mit. Nur wenige Minuten zuvor haben die beiden Männer schon einmal bei dem anderen Hütchentrickser mitgespielt. Auch die Dame im beigen Kostüm spielt eifrig mit und gewinnt prompt 100 Euro. Wie schon ein paar Minuten vorher. Scheinbar kinderleicht lässt sich hier schnelles Geld gewinnen. Auch der ältere Herr mit Brille ist wieder mit dabei. Das gleiche gilt für die junge Frau, die hier Geld gewinnt und anschließend noch einmal. Fast das gesamte Publikum ist bei beiden Hütchenspielern identisch. Mehr als 1.000 Euro können Hütchenspieler pro Tag verdienen. 1, 2, 3, 1.